Erzählen Sie bitte ausführlicher über Marihuana. Was soll man denn darüber erzählen? Wenn hier die Droge gemeint ist, dann muss man wissen, dass beim Drogenkonsum die Energiekanäle verstopft werden. Ein Yoga-Praktiker bekommt dieselben Effekte wie ein Drogenjunkie. Der Unterschied ist eben, dass der Yoga-Praktiker den Prozess kontrollieren kann und seine Energiekanäle mit der Zeit nur größer, sprich durchlässiger werden. Das heißt, es fällt ihm immer leichter zu meditieren, mit anderen Worten, das zu erreichen, wofür der Drogenabhängige Drogen nehmen muss. Beim Junkie werden die Energiekanäle verstopft. Entweder muss er dann häufiger die Droge zu sich nehmen oder die Menge steigern, um denselben Effekt zu spüren. Das heißt, mit jeder Einnahme verstopfen sich die Kanäle. Daher altert er schnell und stirbt. Folglich ist das eine Sackgasse. Es ist besser, davon keinen Gebrauch zu machen.